Und damit herzlich willkommen zu Last Day of June. Ich nehme mal meinen Controller in die Hand, falls das Spiel mit Controller ist. Ich weiß es nicht. Falls ja, dann ja, dann wenn nicht, dann nicht. Ich nehme ihn einfach mal in die Hand. Und wir beginnen mit der filmerischen Geschichte von Carl und June. Hey Schatz, was ist los? Ist dir kalt? Komm, wir gehen zurück ins Auto. Ja, das hört sich ganz toll an. Mir ist so kalt. Puh, ich wäre fast ins Wasser gefallen. Ach du Dummerchen, pass doch ein bisschen auf dich auf. Tut mir leid. Ich geh mal eben. Ich hab eine Decke im Auto, im Kofferraum. Ich geh sie mal eben holen, ja? Okay, wir spielen auf jeden Fall mit Controller. Oh, wir haben eine Blume. June, guck mal. Ich habe eine Blume gefunden. Ich möchte sie dir schenken. Gefällt sie dir? So, unsere Freundin ist auf jeden Fall ganz kalt. Hier, wir haben noch eine Blume. Guck mal, Schatz. Eine Blume. Schatz, guck mal, ich habe eine Blume. Ja, die steht dir auf jeden Fall viel besser. Ich gehe jetzt deine Decke holen, ne? Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, oh, sie liebt mich. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, ja, sie liebt mich. Vielleicht können wir ja später mit ihr noch schaukeln. Ich will schaukeln. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Auto. Der June, der ist doch kalt. Können wir auch mehrere Blumen mitnehmen? Nein. So. So. Damit wir den Rückweg wiederfinden. So, dann gucken wir mal, wo wir die Wolldecke haben. Gucken mal, die hatte ich doch hier irgendwo. Da hinten. Aua. Ah, oh. Warte mal, ich muss von der anderen Seite. Ich komm da so nicht ran, ich bin zu doof. Ich bin zu doof, durch die Tür zu greifen, weil die Wolldecke ist auf der anderen Seite. So, hier hatte ich doch. Ja, genau. Die Decke. Jetzt wird unsere Freundin nicht mehr frieren. Ich habe hier so ein kleines Schnüffeltuch. Oder eher, weiß ich nicht. Also ich benutze privat, so real-life-mäßig benutze ich sowas. Kleines als Spucktuch. Das ist für mich. Aber meiner Freundin wird damit bestimmt viel besser gehen. Schatz, ich hab dein Schnuffeltuch. Ja, jetzt. Guck mal. Oh, danke, mein Baby. Und? Was zeichnest du da? Willst du mal sehen? Ah, das ist aber wirklich wunderschön, was du da malst. Soll ich das sein?
Aber Schatz, Mensch. Hola. Oh, das bin ich. Mensch, das bin ja ich. Oh, ein Geschenk. Oh, ich bin ja ganz aufgeregt. Was könnte da drinnen sein? Was könnte da drinnen sein? Soll ich das aufmachen jetzt direkt? Buh. Sind nicht zu viele Infos. Es ist ein Film. FBI, open up. Was? Achso, jetzt bin ich die Frau. Schatz, es hat geklopft. Schatz. Immer nur am Pennen. Ja, ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe. Ich guck mir erstmal mein Bild an. Wer stört denn? Wer sind Sie? Bitte weisen Sie sich aus. Unsere Familie. Opa. Der Hund. Bello. Der Onkel mit seinem Gewehr. Er ist leidenschaftlicher Entenjäger. Meine Schwester. Unser Cousin. Der Kleine. Und mein Mann. Ach, ist das herrlich. Schön am Kamin. Ach, das waren noch Zeiten, als ich mit Hoppel da im Boot lag, saß. Ja. Oh, dieser Water. Er ist ja so stark. Wollen wir ihn einfach mal reinlassen? Wir lassen ihn mal rein, ne? Mensch, wir kaufen nix. Ach, Opa, du bist das. Oh, du hast ein Geschenk für mich. Oh, danke, Opa. Psst. Hoppel schläft. Oh, danke schön. Ja, mach's gut. Wir sehen uns, ne? Wir sehen uns auf deiner Beerdigung wieder. Tschüss. Oh, jetzt hier auch ganz leise, bevor der Hoppelhase aufwacht. Ganz schnell. Ganz leise. Da ist bestimmt Marzipan drin und er will das immer alles wegfuttern. Er hat es gemalt. Wie sie hier auch so ganz heimlich so. Hier? Fragezeichen? Wir packen das hier mal aus. So, was haben wir denn da? Was hat mir der Opa denn so geschenkt? Nee. Auf dem Teller sieht das Geschenk nicht gut aus. Hier ein bisschen sneaky wieder durch die Gegend. Psst, Hoppelhase schläft. Geh mal rüber ins Schlafzimmer. Die Dielen. Es schreit nach Diät. Und mein Opa, der Onkel, Billy. Billy, der Onkel. Was haben wir hier? Meine Schwester, die Schwester Bärbel. Was haben wir denn hier? Oh, das bin ich. Ah, hier der Kleine. Der kleine Cousin hier. Wie heißt er denn? Oh, ich weiß nicht mehr. Kann mir nicht jeden aus der Familie merken.
und Opa Hartmut. Natürlich, Opa Hartmut. So, wo packen wir jetzt von Opa Hartmut das Geschenk aus? Da? Hier? Hier vielleicht? Neben den Süßigkeiten? Und jetzt gucken, was... Nee, das sieht auch nicht gut aus. Ah! Das Geschenk ist für Hoppel. Das Geschenk ist für unser Mann, für Hoppelhase. Mit Herzen so, aber das sieht nicht gut aus. Nee, das gefällt mir noch nicht. Das soll ja dem Hoppelhasen sehr gut gefallen. Vielleicht stelle ich das oben. Bestimmt ins Schlafzimmer. Vielleicht hier? Hier vielleicht? Auf dem Kissen? Wenn ich das Kissen so forme wie ein Herz? Nee, das ist nicht das Richtige für meinen Mann. Das muss meinem Mann gefallen. Die Dielen, die knacken auch wieder. Vielleicht hier. Warte mal, ich stelle das mal dahin und was könnte ich jetzt machen? Vielleicht. Genau, ich könnte das Geschenk. Genau, wir könnten uns da treffen und da übergebe ich ihm das Geschenk. Und der wird sich freuen. Ja, das ist eine gute Idee. Da wird er sich freuen. Da ist der Schwangerschaftstest drinne. Hoppel, der kleine Rammler hat mich geschwängert. Ja, genau. Was ist hier los? Mann, ich mache hier gerade meinen Mittagsschlaf. Oh, kann ja nicht angehen. Hier erstmal Brille aufsetzen. Ich bin blind wie ein Blindfisch. Was ist da draußen los? Ruhe! Achso, dahin gehen. Was ist da los? Ruhe! Könnt ihr mal ruhig sein? Ach, der Onkel wieder. Onkel Billy. Mit dem Hund Bello. Jagt er schon wieder einen aus dem Fenster. Mann. Ah, das kann nicht angehen. Och, nervt doch nicht, kleiner Cousin, dessen Namen wir vergessen haben. Willst du Ball spielen? Warte mal, ich komme mal raus. Schatz, ich gehe mal eben raus. Ball spielen. Schatz, hörst du mich? Ball spielen. Wo ist Schatz schon wieder hin, Mensch? Dieser Alte, immer nur am Malen. Mua. Kriegst trotzdem Gussi. Oh, ich bin aber auch hier. Muckis wie Pudding. Kann ich raus? Schatz, wo bist du? Ist das Essen fertig? Oh, Schwägerin. Was ist los? Schwägerin Jenny. Was kann ich für dich tun? Oh. Danke, dass du mir mein Korkenzang wiedergegeben hast. 3 Jahre hattest du ihn jetzt schon. Mann. Oh, dieser kleine Frechdachs. Oh, mein Schatz. Hab dich lieb. Ach, diese Schwägerin Jenny, die immer sich Sachen ausleiht und Jahre erst später das wiederbringt. Oh, dieser Onkel Billy, ne? Also diese Familie von meinem Schatz, das ist ja oh, unfassbar. Oh, was haben wir hier denn? Oh, wie süß. Sie hat aus Bonbons ein Herz gemacht. Ich ruf mal gleich hier die Psychiatrie an. Schatz, bist du da oben? Hallo, Schatz. Oh. Die hat immer so süße Ideen. Ein kleiner Schatz.
Was haben wir denn hier? Ach, unser erstes Date. Draußen am Wasser, beim Sonnenuntergang. Das war noch Zeiten. Ah, ich habe eine Idee. Aber ich weiß noch nicht, welche. Weil ich nicht... Oh, Mann! Oh! Kannst du nicht einfach um die Ecke gesprungen kommen? Du willst ein Picknick? Wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Und dass du was hinter dir versteckst, das ist auch überhaupt nicht auffällig. Ja, komm, lass uns gehen. Ich versuche natürlich ein bisschen was so zu erzählen dabei. Ich hoffe, das stört nicht. Ansonsten halte ich meine Klappe, falls es doch stört. Aber ich versuche ein bisschen meine Geschichte mit reinzubringen. So, da sind wir also. Dann machen wir das mal auf. So. Ist das das neue Harry Potter Spiel? Es gewittert. Schlechtes Wetter. Komm, wir sollten gehen. Komm, mein Schatz. Ich will echt nicht nass werden. Ich bin auch Zucker. Ich beschütze das Geschenk, damit das nicht nass wird. Lauf, Schatz, schnell zum Auto. Schnell zum Auto, Schatz. Warte, ich gehe mal kurz auf den Spielplatz gucken, ob kleine Kinder hier sind. Ah, aber keiner sind da. Oh, Schatz, warte doch mal auf mich. Ich habe sowieso die Schlüssel. Piep, piep. So, ich stelle es mal hier hinten hin. Ja. Da wären wir also. Wie damals. Vor 25 Jahren. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Auto los ist. Das springt schon wieder nicht an. Dieses scheiß Auto. Ich hasse meinen Twingo. Ah, jetzt geht das. Haha. Und jetzt fahren wir los. Bist du auch angeschnallt, mein Schatz? Sonst halte ich sofort an. Ich halte sofort an. Und was hast du noch so die Woche vor? Ach, schon wieder so ein Nägelpediküre? Keine Jange, du. Dafür irgendwann mein hart verdientes Geld aus dem Fenster werfen. Doch, ich treffe mich nächste Woche noch mit diese Woche noch mit meinen Leuten so, ne? Bisschen YouTube aufnehmen und so, ne? Ja, weiß ja. Bist du dann auch wieder am Start? Guckst dann auch schön meine Videos? Ja, alles klar, gut. Super. Lass uns bloß jetzt schnell nach Hause fahren. Ich bin auch schon wieder langsam müde. The last day.